Damit rufe ich auf den Tagesordnungspunkt 26, Entschließungsantrag der Fraktion DIE LINKE betreffend Handels- und Investitionsschutzabkommen CETA stoppen, zusammen mit dem Dringlichen Entschließungsantrag zu Tagesordnungspunkt 46, Antrag der Fraktionen CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend Freihandelsabkommen CETA sorgsam prüfen und bewerten. Das ist der Setzpunkt der LINKEN. Vereinbarte Redezeit 10 Minuten. Als Erster hat das Wort Herr Abg. van Ooyen für die Fraktion DIE LINKE. Bitte sehr, Sie haben das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Am kommenden Samstag werden in 7 deutschen Städten Zehntausende Menschen gegen TTIP und CETA auf die Straße gehen. Aufgerufen zu diesen Demonstrationen haben zahlreiche Organisationen und Verbände aus unterschiedlichsten Bereichen. Es ist gut, dass sich neben dem Landesverband der Hessischen Linken auch die Partei BÜNDNIS 90 die GRÜNEN und etliche Ortsgruppen der SPD diesem Aufruf angeschlossen haben. Der Protest gegen die geplanten Freihandelsabkommen mit den USA und Kanada sind allerdings auch dringend notwendig. Beide Abkommen setzen den Wert des Freihandels über ökologische und soziale Regeln. Sie setzen Dienstleistungen und Daseinsvorsorge unter Druck und gefährden durch die geplanten Sonderklagerechte der Investoren die Demokratie. Sie sind ein Angriff auf Umwelt, die kommunale Daseinsvorsorge, die Demokratie und den Sozialstaat sowie auch auf den Verbraucherschutz. Auch wenn das Freihandelsabkommen TTIP in den USA inzwischen als gescheitert angesehen werden kann, ist es zum Feiern zu früh. Das Abkommen CETA mit Kanada ist bereits ausgehandelt und wäre beim Inkrafttreten schlicht und ergreifend die Einführung von TTIP durch die Hintertür. US-amerikanische Unternehmen können dann ganz einfach über eine Filiale in Kanada in den Genuss des Freihandels kommen. Es ist daher unglaubwürdig, wenn Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel TTIP als gescheitert ansieht, das CETA-Abkommen mit Kanada hingegen in den Himmel lobt. Wir hoffen sehr darauf, dass sich innerhalb der SPD im Parteikonvent am 19. September die Kräfte durchsetzen werden, die, wie der umweltpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion erkennen, dass im aktuellen CETA-Vertragsentwurf die sozialdemokratischen roten Linien überschritten sind. Dieser Parteikonvent ist eine Vorentscheidung zu den Verhandlungen der gegenwärtig in Diskussion stehenden Freihandelsabkommen. Die Kritiken an TTIP und CETA sind vielfältig. Die intransparenten Verhandlungen, die nur widerwillig und vor allem viel zu gering geöffnet wurden, die viel zu hoch angesetzten Erwartungen in Wachstum, Arbeitsplätzen und höheren Einkommen und natürlich das Entsetzen eines parallelen Rechtssystems, vor dem nicht zuletzt der Deutsche Richterbund völlig zu Recht und eindringlich warnt. Aus anderen Freihandelsabkommen sind ja bereits eindrucksvolle Beispiele bekannt, wie Großkonzerne Staaten wegen der Einführung von Umwelt- und Sozialstandards erfolgreich vor solchen Schiedsgerichten, wie sie auch bei TTIP und CETA geplant sind, verklagt haben. Die angedachte Änderung, statt privater Schiedsgerichte öffentliche Investitionsgerichtshöfe zu etablieren, würde an diesen Klagen und Urteilen kaum etwas ändern. Es bliebe bei einem parallelen Rechtssystem, maßgeschneidert nach Konzerninteressen, dass Entscheidungen z.B. zu Arbeits- und Umweltstandards riskant und teuer machen würde. Es ist gefährlich, wenn nun darüber gesprochen wird, Teile des CETA-Abkommens bereits jetzt in Kraft zu setzen. Ein solches Vorgehen würde Fakten schaffen, deren Rücknahme selbst dann unwahrscheinlich wäre, wenn CETA später durch Bundestag oder Bundesrat abgelehnt würden. Wir warnen daher eindringlich vor einem solchen Vorgehen. Da passt auch ins Bild, dass das Abkommen einseitig nur unter äußerst schwerwiegenden Bedingungen kündbar ist. Zum einen gilt eine 20 Jahre andauernde Übergangsfrist, und das aussteigende Land wäre zudem mit einem Zwangsaustritt aus der EU konfrontiert. In der Privatwirtschaft würde man eine solche Vereinbarung wohl als Knebelvertrag bezeichnen. Die Menschen in den USA, Kanada und Europa haben jedoch Besseres verdient,
als einen solchen Knebelvertrag, der am Ende vor allem den mächtigen wirtschaftlichen Konzernen, Banken und Monopolen dient. Eine gerechte Handels- und Investitionspolitik muss für höhere ökologische und soziale Standards stehen. Sie muss zudem eine nachhaltige Entwicklung in allen Ländern fördern, auch in der sogenannten Dritten Welt und in den Schwellenländern. Anders als in den Freihandelsabkommen TTIP und CETA muss eine solche Politik die Demokratie und den Rechtsstaat fördern. Sie muss Standards zum Schutz von Mensch, Umwelt und guter Arbeit stärken und die Entwicklung zu einer gerechten Weltwirtschaftsordnung fördern. Daher stehen die Demonstrationen am kommenden Samstag nicht nur gegen TTIP und CETA, sondern auch für einen gerechten Welthandel. Immer mehr Menschen und nicht nur die Ökonomen erkennen, dass es ein Fehler war, allein Märkte zu deregulieren, Kapitalströme zu liberalisieren und den globalen Konkurrenzkampf immer weiter zu verschärfen. Ohne verbindliche Regeln und auch ohne negative Effekte zu bedenken, führen diese Maßnahmen allesamt ins Chaos. Es kommt nicht von ungefähr, dass eine Studie der Weltbank zu einem Ergebnis kommt, dass von der wirtschaftlichen Entwicklung der vergangenen 30 Jahre insbesondere das reichste Prozent der weltweiten Einkommensbezieher profitiert haben. Deren Einkommen stiegen seit 1988 noch einmal um weitere 60%. Die Einkommen der ärmsten 5% der Weltbevölkerung hingegen sanken seit 1988 weiter. Diese Zahlen zeigen, dass wir keine weiteren Freihandelsabkommen brauchen, sondern über internationale Harmonisierungsabkommen reden müssen, wie sie der US-Ökonom Larry Summers fordert. Wir müssen Abkommen entwickeln, in denen Arbeitnehmerrechte und Umweltschutz Vorrang haben. Ein solcher Wandel in der globalen Wirtschaftspolitik ist zwingend notwendig, wenn wir Rechtspopulisten, die die globalisierungskritische Stimmung für ihre eigenen nationalen Ziele nutzen, stoppen wollen. Mit den Demonstrationen am kommenden Samstag werden wir ein deutliches Zeichen gegen diese Freihandelsabkommen und für eine gerechte Weltwirtschaftsordnung setzen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr van Ooyen. Als nächstes spricht der Abg. Clemens Reif für die CDU-Fraktion. Bitte sehr. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Über das Handelsabkommen CETA und TTIP wird in den letzten Wochen und Monaten und darüber hinaus viel diskutiert. Es gipfelt wieder einmal am nächsten Wochenende durch die Großdemonstrationen an 7 Großstädten. Zu Ihnen komme ich gleich, Frau Wisser. Die Meinungen dazu gehen, wie hier im Hessischen Landtag, wie so oft auseinander. Während die eine Seite große Chancen für die Wirtschaft sieht, befürchtet die andere sowohl für die Wirtschaft und vor allem für die Verbraucher große Risiken und Nachteile. Meine Damen und Herren, sobald das Abkommen in Kraft tritt und die Übereinkunft Wirkung wird, sobald das geschehen ist, gibt es bessere Geschäftsmöglichkeiten in Kanada, die die Beschäftigung insbesondere in Deutschland und in Europa fördern. Es wird Zölle und Zugangsbeschränkungen bei öffentlichen Aufträgen beseitigen. Es wird Dienstleistungsmärkte öffnen und damit Chancen erweitern. Es wird Investoren verlässliche Bedingungen bieten und Investitionen erhöhen. Und es wird auch die illegale Nachahmung von Innovationen in unserem Land und anderen europäischen Ländern und traditionellen Erzeugnissen erschweren, meine sehr verehrten Damen und Herren. Die europäischen Standards in Bereichen wie Lebensmittelsicherheit und Arbeitnehmerrechte werden von dem Abkommen uneingeschränkt gewahrt. Das Abkommen stellt auch sicher, dass die wirtschaftlichen Vorteile nicht auf Kosten, wie Herr van Ooyen sagte, der Demokratie, des Umweltschutzes und der Gesundheit und Sicherheit der Verbraucher gehen. Ganz im Gegenteil, meine sehr verehrten Damen und Herren.
CETA könnte dazu beitragen, Wachstum und Beschäftigung in Europa und insbesondere in Deutschland als der Exportnation innerhalb der EU anzukurbeln. Und genau da möchte ich Ihnen ein Beispiel bringen. Genau das bewirken die anderen von der EU in letzter Zeit abgeschlossenen Freihandelsabkommen. In den 4 Jahren seit dem Inkrafttreten des Abkommens mit Südkorea war ein rascher Anstieg der Ausfuhren in dieses Land zu verzeichnen. Man höre und staune, es waren insgesamt 55% Steigerung bei den Waren und bei über 40% bei den Dienstleistungen. Unabhängige Studien bestätigen, dass CETA sogar zu einer noch stärkeren Steigerung von Handel und Investitionen führen konnte. Eine weitere Zahl möchte ich Ihnen nennen. Besonders wichtig ist dabei, dass ein Ausfuhrvolumen von 1 Milliarde Euro durchschnittlich 14.000 Arbeitsplätze bedeutet. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben zurzeit ein Ausfuhrvolumen nur nach Kanada von 500 Millionen Euro. Wenn wir dieses nur verdoppeln, bedeutet das 7.000 Arbeitsplätze mehr. Wir haben heute Morgen über 4.000 Arbeitsplätze bei K&S gesprochen und haben uns leidenschaftlich darüber auseinandergesetzt. Ich würde mich freuen, wenn wir über 4.000 oder 7.000 Arbeitsplätze uns ebenso leidenschaftlich auseinandersetzen würden wie heute Morgen in diesem Fall. Meine sehr verehrten Damen und Herren, besonders wichtig ist auch dabei die Entlohnung bei diesen Arbeitsplätzen. Sie ist tendenziell höher als bei jenen der Binnenwirtschaft. Tendenziell höher als bei denen der Binnenwirtschaft, weil natürlich zusätzliche Qualifikationen notwendig sind, wie Sprache, wie internationale Geschliffenheit, wie Verhandlungsfähigkeit und vieles andere mehr. Das heißt also, es sind auch und gerade Jobs mit höherem Qualifikationsprofil dabei erforderlich. Und es werden viele junge Leute dabei auch berücksichtigt, die bisher natürlich in sogenannten Projektarbeiten gefangen sind und die natürlich auch nach sicheren Jobs Ausschau halten. Durch CETA werden alle Zölle für gewerbliche Waren beseitigt, was europäischen Exporteuren Einsparungen von rund 600 Millionen Euro bringen würde. Insbesondere für Deutschland wären dies für die Exporteure etwa 400 Millionen, zwei Drittel. Die Abschaffung der Zölle erfolgt rasch, und zwar sofort. Die meisten entfallen bereits mit Inkrafttreten des Abkommens. 7 Jahre später sollen mit Kanada keinerlei Zölle mehr zu Industrieprodukten stehen. Vorteile ergeben sich auch für die Importeure von Waren aus Europa, da die Kosten zur Herstellung ihrer Produkte, genutzten Teile, Baugruppen und Vorleistungen zurückgehen. Auch in der Landwirtschaft und im Lebensmittelsektor werden Zollabgaben weitgehend beseitigt. Für 92% der Agrar- und Nahrungsmittelerzeugnisse der EU können dann zollfrei nach Kanada exportiert werden. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es wird eine Fülle von empfindlichen Erzeugnissen wie Rindfleisch, Schweinefleisch, Zuckermais auf EU-Seite sowie Milcherzeugnisse auf kanadischer Seite durch CETA der präferierte Zugang auf bestimmte Quoten beschränkt. Eine Öffnung für Geflügel oder Eier erfolgt durch CETA auf keiner Seite. Die EU-Einfuhrpreisregelungen werden aufrechterhalten. Meine sehr verehrten Damen und Herren, lassen Sie mich, weil Herr von Ooyen natürlich auch das TTIP-Problem mit eingewoben hat, etwas zum Verbraucherschutz und zum Umweltschutz sagen. Ich nenne nur das Beispiel VW. In den Vereinigten Staaten und auch in Kanada bekommt der Fahrer oder der Eigentümer eines Volkswagen, der ein Dieselfahrzeug kaufte und hatte, bekommt eine Entschädigung von 15.000 €. In Deutschland bekommt der Verbraucher, der ein solches baugleiches Auto gekauft hat, überhaupt nichts. So viel zum Verbraucherschutz, meine sehr verehrten Damen und Herren, zwischen den beiden Ländern.
Also, man kann nicht generell sagen, der Verbraucherschutz in den USA oder in Nordamerika ist des Teufels, und wir in Europa leben im Land, wo Milch und Honig fließen. Nein, das Gegenteil ist der Fall, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und schauen wir uns den Dieselskandal an. Wo ist er denn aufgedeckt worden? Soweit zum Umweltschutz. Der Dieselskandal ist in den Vereinigten Staaten wurde aufgedeckt. Also, auch in dieser Hinsicht muss man schon ein bisschen abwägen. Mir ist es ja recht, wenn Mythen aufgebaut werden. Aber manchmal spielen auch die Fakten eine größere Rolle als die Mythen. Und deshalb sind das mal zwei Beispiele, bei denen man sagen kann, es ist nicht immer nur schwarz und weiß, sondern es gibt auch Grautöne und Töne dazwischen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, was ich sagen möchte, ist auf Hessen bezogen. Die Einfuhren von Waren aus Kanada belaufen sich im Berichtsjahr 2015 auf rund 550 Millionen €. Die Ausfuhren hatten ebenfalls einen Wert von rund 540, 550 Millionen €. Wenn ich den nordamerikanischen Markt nun dazu nehme, dann haben wir Ein- und Ausfuhren in den nordamerikanischen Markt von rund 10 Milliarden € alleine auf Hessen bezogen. 10 Milliarden € Ausfuhren und 10 Millionen € Einfuhren. Das bedeutet ein Handelsaustausch von 20 Milliarden. Entschuldigung, von 20 Milliarden. Und ich muss dazu sagen, wenn wir Zollerleichterungen haben und wenn wir alles das haben, was ich eben beschrieben habe, dann werden wir sicherlich als die stärkste Exportnation in Europa und damit auch die stärkste Importnation werden wir der größte Gewinner dieser Geschichte sein. Und deshalb warne der größte Gewinner sein, Herr von Ooyen. Und deshalb warne ich vor den Mythen, und ich warne auch vor der Dämonisierung von solchen Handelsabkommen. Und ich habe auch manchmal den Eindruck, Herr von Ooyen, dass nicht nur die Sache eine Rolle spielt, sondern dass ein gewisser Schuss an Anti-Amerikanismus bei Ihnen eine große Rolle spielt, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das ist ganz einfach nicht wegzudiskutieren, insbesondere, Frau Wissler, wenn man bedenkt, was an diesen Demonstrationen alles für Plakate, insbesondere von denen mit hochgehalten werden, die Sie ja tatkräftig unterstützen. In dieser Beziehung darf ich zum Schluss kommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, und zusammenfassen, das Freihandelsabkommen mit Kanada und den USA, aber insbesondere mit Kanada, das ist ja Ihr Thema, bietet große Chancen für Unternehmer, aber auch für Verbraucher. Wir müssen die Risiken im Auge behalten. Das ist ohne Weiteres auch eine Angelegenheit für die Kanadier selbst. Und die Diskussion verträgt keinen Populismus, sondern sie verträgt eine sorgfältige und gründliche Analyse. Und sie trägt auch dazu bei, dass wir nach dieser sorgfältigen Analyse zu einem Ergebnis kommen, das unserem Standort, dem deutschen Standort, dem Exportstandort und seinen Arbeitnehmern Rechnung trägt und damit einen Gewinner zum Schluss dabei hat. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Reif. Als nächstes hat das Wort Frau Kollegin Hamann für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Bitte sehr. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Das geplante Handelsabkommen mit Kanada CETA wird ebenso wie das noch nicht abgeschlossene Handelsabkommen mit den USA in der Öffentlichkeit doch wirklich recht kritisch auch diskutiert. Wir müssen feststellen, dass es zahlreiche Demonstrationen geben wird. Am 17. September wird es in mehreren Großstädten in Deutschland zu Demonstrationen kommen, und auch in Frankfurt wird es zu einer Demonstration kommen. Und man muss auch feststellen, die Aufrufe zu diesen Demonstrationen sind sehr verschieden. Ich nenne sie einmal: Umweltinstitut München, Brot für die Welt, kleine und mittlere Unternehmen gegen TTIP, Umweltverbände, Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft, DGB, und es sind auch noch andere dabei. Also, das zeigt, dass diese breite Protestbewegung
Dies zeigt, dass diese breite Protestbewegung eine große Aufmerksamkeit innerhalb der Bevölkerung darstellt, auch Menschen, die sich mit TTIP und auch mit CETA intensiv auseinandergesetzt haben. Wie intensiv, das ist natürlich zu hinterfragen. Man kann auch nicht wissen, wie viel die Menschen jetzt von diesem ausgehandelten Abkommen tatsächlich wissen. Aber, meine Damen und Herren, es ist das gute Recht und selbstverständlich die freie Entscheidung jeder Person, sich auch an den Demonstrationen zu beteiligen. Und in unserem gemeinsamen Antrag mit der CDU betonen wir nachdrücklich das Recht auf Meinungs- und auf Demonstrationsfreiheit. Wir sehen eine friedliche Demonstration aus der Zivilgesellschaft als einen wichtigen Teil der demokratischen Kultur an. Und es ist das gute Recht aller Menschen, Aufrufe mit zu unterzeichnen und auch Bündnisse an Bündnissen teilzunehmen. Deshalb, es wurde eben schon von den LINKEN gesagt, hat auch unsere Partei zur Teilnahme an diesen Demonstrationen aufgerufen. Ich glaube, dass es auch wichtig ist, dass sich nicht nur die Politik, sondern auch die Zivilgesellschaft sich für wichtige Entscheidungen interessiert und sich auch einbringt. Das mag unbequem sein, aber es ist wichtig, dass gerade die Zivilgesellschaft sich für diese weitreichenden Entscheidungen auch interessiert und sich überall auch deutlich dazu äußert. Gerade auch dann, wenn im Falle von TTIP und CETA wichtige Entscheidungen von der Europäischen Union verhandelt werden und die Transparenz, darüber hatten wir einmal gesprochen, hier im Hessischen Landtag über die Inhalte und Ziele, doch stark verbesserungswürdig erscheint. Meine Damen und Herren, und man kann doch auch sagen, dieses Einmischen war doch auch durchaus erfolgreich. Der Protest hat bereits dazu geführt, dass nicht nur bei der Daseinsvorsorge der Trinkwasserbereich im nun vorliegenden Handelsabkommen CETA herausgenommen wurde, sondern auch die ursprünglich vorgesehene Regelung zum Investitionsschutz des Investor-Staat-Schiedsgerichtsverfahrens, das ISDS-System, deutlich nachgebessert wurde. Die für CETA gewählte Form einer öffentlichen Investitionsgerichtsbarkeit, Investment Court System, ICS, soll bilateral aus einem Gericht erster Instanz und einem Berufungsgericht bestehen. Die Urteile sollen nun von öffentlich ernannten Richtern gefällt werden, die vergleichbar sind mit der von Mitgliedern anderer ständiger internationaler Gerichte wie des Internationalen Gerichtshofs. Meine Damen und Herren, dies zeigt deutlich einen deutlichen Fortschritt zu dem bereits bestehenden Investitionsschutzabkommen der EU, die EU mit Kanada hat, die nun auch durch CETA ersetzt werden sollen. Das heißt, es gibt eine deutliche Verbesserung zu dem Ist-Bestand. Ebenso erfolgreich war das Bemühen, die Abstimmung über dieses umfassende Handelsabkommen in den nationalen Parlamenten der Mitgliedstaaten vorzunehmen. Hier hat es ein Einlenken der EU-Kommission gegeben, die CETA vorher, das ist Ihnen bekannt, als ein Abkommen in gemeinsamer Zuständigkeit ansah und einem gemischten Abkommen ablehnend gegenüberstand. Dies hat sich jetzt verändert. Das heißt also, diese öffentliche Diskussion hat zu positiven Veränderungen beigetragen und hat dadurch auch ihre Wirksamkeit belegt. Seit Juli liegt nun die rechtsgültige Übersetzung von CETA auch in deutscher Sprache vor, und die Diskussion intensiviert sich. Das können Sie alles feststellen, nicht nur bei uns in Deutschland, sondern in allen Mitgliedstaaten der EU, als auch auf kanadischer Seite. Dabei wabern Gerüchte. Ich sage es noch einmal. Es ist immer auch ein Großteil der Bürgerinnen und Bürger, die nicht wirklich wissen, was in diesem Abkommen festgehalten wird. Und es ist auch manchmal sehr schwierig, wer sich die Mühe macht, dies alles einmal nachzulesen, das auch immer so einzuordnen und auch zu sehen, was für Auswirkungen hat denn das Ganze. Diese kritischen Haltungen findet man auch in anderen EU-Staaten. Da ist Deutschland nicht alleine. Sie sind insbesondere auch in den Mitgliedstaaten Luxemburg, Frankreich und Griechenland. Dort mehren sie sich. Aber, meine sehr geehrten Damen und Herren, die Beschlusslage im Hessischen Landtag ist sehr klar. In mehreren Anträgen, ich nenne auch noch einmal die Drucksachennummer 19-0300 sowie 19-4x3, wurden Bedingungen an die Freihandelsabkommen geknüpft. Aber es wurde auch dargestellt, welche Chancen in Freihandelsabkommen liegen können. Und auch das haben wir in den Anträgen betont. Mit Blick auf die exportorientierte Wirtschaft in Hessen kann ein Handelsabkommen zwischen diesen zwei großen Wirtschaftsräumen durchaus von Vorteil sein. Das beweisen auch die bereits beschlossenen Abkommen. Die Vereinigung Hessischer Unternehmerverbände begrüßt daher das Freihandelsabkommen mit Kanada. CETA würde nach ihrer Ansicht nach den Zugang zum kanadischen Markt für die heimischen Unternehmen erheblich erleichtern und den bilateralen Wirtschaftsaustausch auch fördern.
Und gerade auch mittelständige Exportunternehmen würden laut VHU vom Abbau unnötiger Doppelregulierungen und auch vom Zollabbau profitieren. Aber auch der Verband der chemischen Industrie hat sich zu Wort gemeldet, hat eine Überprüfung vorgenommen, und sie sehen Vorteile darin, z.B. durch einen besseren Zugang zu einem für sie interessanten Absatz- und Rohstoffmarkt, und zeigt sich auch überzeugt, dass CETA Vorteile für Verbraucher, Beschäftigte und Unternehmen in Europa auch bietet. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, verantwortliche Politik bedeutet, Chancen und auch die Risiken abzuwägen und am Ende zu einem sachgerechten Ergebnis zu kommen. Da ist es wichtig, dass die im Hessischen Landtag gefassten Beschlüsse mit dem Verhandlungsergebnis zu CETA abzugleichen sind, also die realen Auswirkungen der Abkommen auf Hessen und die Bundesrepublik Deutschland muss gründlich und sachlich überprüft werden. Ich will sie auch deshalb noch einmal nennen. Das ist zum einen die Wahrung von Schutzstandards, insbesondere zum Schutz des Lebens, der Gesundheit, des geistigen Eigentums, der Arbeitnehmerrechte, des Umwelt- und Tierschutzes und des Daten- und Verbraucherschutzes. Was uns ebenfalls allen wichtig ist, ist, das in Europa geltende Prinzip des vorsorgenden Verbraucherschutzes darf nicht angetastet werden. Die Entscheidung der EU und ihrer Mitgliedstaaten, bestimmte Produkte nicht zuzulassen oder deren Import zu verbieten, dürfen eben nicht durch Freihandelsabkommen konterkariert werden. Dies betrifft unter anderem Produkte, die aus gentechnisch veränderten Organismen bestehen, wie Wachstumshormonen oder verbotenen Verfahren, behandelte oder geklonte Tiere und deren Fleisch. Diese dürfen auch weiterhin nicht in die EU importiert werden. Soziale und ökologische Standards müssen weiterhin Bestandteil öffentlicher Ausschreibungen bleiben können. Und dazu gehört auch, dass Investitionsschutzvereinbarungen rechtsstaatlichen Prinzipien entsprechen und Handlungsspielräume der Europäischen Union sowie der Parlamente und Regierungen der Mitgliedstaaten gesichert sind. Es war daher sehr wichtig, dass die Landesregierung sich in der Umweltministerkonferenz im Juni in Berlin zusammen mit anderen Bundesländern die Bundesregierung aufgefordert hat, sich nicht auf eine Aufweichung der Umweltstandards einzulassen. Das ist ein ganz wichtiges Signal, liebe Kolleginnen und Kollegen. Eines wird klar sein. Durch die Anerkennung der EU, das CETA-Abkommen nun als ein gemischtes Abkommen zu behandeln, wird es zu einer Behandlung im Bundestag als auch im Bundesrat kommen. Und Medienberichte zur Folge wird die Notwendigkeit von ergänzenden Erklärungen und Präzisierungen zu dem Abkommen auch diskutiert. Und es bleibt daher abzuwarten, ob es dazu kommen wird und ob diese Ergänzungen substanzielle Änderungen bzw. verbindliche Klarstellungen an dem Abkommen auch bewirken. Eine sorgfältige Überprüfung des endgültigen zur Ratifizierung vorliegenden Freihandelsabkommens ist daher auch notwendig, um die Auswirkungen dieses Abkommens auch anschließend richtig bewerten zu können. Meine sehr geehrten Damen und Herren, das werden wir tun. Aber da muss man auch wissen, dafür braucht man Zeit. Ich denke, die richtige Entscheidung wird am Ende auch dazu getroffen werden. Nicht Polemik, nicht Ängste dürfen uns verleiten, eine Entscheidung zu treffen, sondern eine sachgerechte Abwägung über das, was am Ende vorliegt, zur Entscheidung. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Hamann. Als Nächstes hat das Wort Frau Kollegin Nicola Beer für die Fraktion der Freien Demokraten. Bitte sehr. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, lieber Herr van Ooyen, als ich Sie hier reden gehört habe zu dem europäisch-kanadischen Handelsabkommen CETA, habe ich mich gefragt, ob Sie den Vertragstext gelesen haben. Die Kollegin Hamann hat ja gerade dargelegt, dass er mittlerweile auch auf Deutsch existiert. Von daher wäre Ihnen das durchaus vor der Debatte möglich gewesen. Das zeigt mir wieder einmal, dass in dieser Debatte, wie insgesamt, glaube ich, in den Debatten über Freihandelsabkommen, es dringend notwendig ist, wieder dazu aufzufordern, zu einer sachlichen Debatte mit tatsächlichen Fakten zurückzukehren. Ja, Herr van Ooyen,
Wir als Freie Demokraten fordern alle Protektionisten, die wie Sie einen rein ideologischen Kampf gegen den Freihandel führen, auf, in der Debatte endlich einmal ehrlich, fachlich, sachlich anhand der tatsächlichen Fakten zu argumentieren, statt mit öffentlich überzogenen Schreckensszenarien zu argumentieren. Herr Schaus, ich kann Ihnen auch sagen, warum Sie genau so etwas ja versuchen, durch eine emotionalisierte Debatte herbeizuführen. Ich mache Ihnen ein Beispiel. In den Aufruf, den Herr van Ooyen vorhin angesprochen hat, zu den Demonstrationen am 17. September, steht drin, unter anderem, ich zitiere, mit CETA können Großunternehmen über kanadische Tochterunternehmen EU-Mitgliedstaaten auf Schadensersatz verklagen, wenn neue Gesetze ihre Profite schmälern. Wow! Kommt ja sehr schneidig daher. Fakt ist, Herr Kollege van Ooyen, wenn Sie lesen können, in der deutschen Fassung, Artikel 8.9, Investitionen und Regulierungsmaßnahmen, Absatz 2 steht drin und steht wörtlich drin zur Klarstellung, auch das steht drin, die bloße Tatsache, dass eine Vertragspartei auch durch Änderungen ihrer Gesetze Regelungen in einer Art und Weise trifft, die sich auf eine Investition negativ auswirken oder die Erwartung eines Investors einschließlich seiner Gewinnerwartung beeinträchtigt, stellt keinen Verstoß gegen eine Verpflichtung aus diesem Abschnitt dar. Also das Gegenteil ist der Fall, Herr van Ooyen. Das, was Sie hier gerade versuchen, den Leuten weiszumachen, ist längst vom Tisch. Und das nenne ich, entsprechende Horrorszenarien hochzuziehen. Fakt ist stattdessen, sehr geehrter Herr van Ooyen, Fakt ist, Freihandel schafft und sichert Arbeitsplätze, und zwar gerade im exportorientierten Hessen. Ich wundere mich, dass Sie sich in der Wirtschaft hier in Hessen nicht einmal umgehört haben, durchaus auch in Branchen, die Ihnen sonst am Herzen liegen. Ich verweise auf das Recyclingunternehmen Reklai in Herborn zum Beispiel. Nicht nur die Möglichkeit, 60 zusätzliche Arbeitsplätze zu schaffen, sondern auch die Möglichkeit, nachhaltige, ressourcenschonende Kreislaufwirtschaft nach Nordamerika zu exportieren. Was haben Sie gegen eine solche Möglichkeit? Das Unternehmen sagt, es braucht CETA, um hier weiter tätig zu sein. Herr Kollege Ralf hat schon dargestellt, die Europäische Union berechnet einen unglaublichen Anstieg am entsprechenden bilateralen Handelsvolumen bei Waren und Dienstleistungen plus 23%. Das wären im Jahr, Herr van Ooyen, 12 Milliarden Steigerung beim Bruttoinlandsprodukt in der Europäischen Union. 12 Milliarden Steigerungen, Herr Kollege van Ooyen, das kann man übersetzen, das sind Arbeits- und Ausbildungsplätze, das ist Wohlstand für Menschen in Deutschland. Und Fakt ist, Herr Kollege van Ooyen, CETA ist das modernste Abkommen seiner Art. Und auch da reden wir schlicht auf der Basis des jetzt endverhandelten vorliegenden Textes. Es werden in diesem Abkommen sowohl Umwelt- als auch Verbraucherschutzstandards garantiert. Und auch die im Fokus der Diskussion, und das kann man ja auch mit unterschiedlichen Argumenten verfolgen, aber die im Fokus der Diskussion stehenden Schiedsgerichte werden in einer Art und Weise modernisiert, wie wir sie noch bei keinem anderen Freihandelsabkommen, das Deutschland oder die Europäische Union abgeschlossen hatten, bislang erreicht haben. Haben Sie schon mal zur Kenntnis genommen, was deutsche Richter dazu sagen? Frau Kollegin, dieses Abkommen wird das erste Mal die Möglichkeit bieten, wirklich mit unabhängigen Gerichten eine entsprechende Möglichkeit bei willkürlichem Staatshandeln vorzusehen und gleichzeitig die Möglichkeit bieten, das zu erreichen, was wir als Freie Demokraten, auch als europäische Liberale schon lange gerne hätten, nämlich einen internationalen Handelsgerichtshof, der dann nämlich eine entsprechende öffentliche Instanz ist, um auch solche Gerichtsverfahren ordentlich durchführen zu können. Und da ist CETA eben ein großer Schritt in die richtige Richtung. Außerdem, Frau Kollegin, werden durch CETA auch maßgebliche Standards bei sozialen Fragen geregelt. Und die liegen Ihnen doch sonst so am Herzen. Ich kann mich hier im Landtag an die Anhörung zu TTIP erinnern und die Diskussion zu den ILO-Kernarbeitsnormen. Auch das werden wir mit CETA erreichen, weil sich beide Seiten dieses Vertrages einig sind, dass man sich auf diese Standards vereinbaren möchte.
Außerdem werden wir, die Frau Kollegin Hamann hat schon darauf hingewiesen, bei wichtigen Fragen der öffentlichen Daseinsvorsorge einen Fortschritt erreichen, z.B. bei der Frage der Privatisierung oder eben Nichtprivatisierung von Wasser, etwas, was die Gemüter auf der Straße immer bewegt hat. Herr van Ooyen, Sie müssten denjenigen, die Sie da zu den Demonstrationen aufrufen, eigentlich fairerweise sagen, dass sich genau diese Themen mittlerweile überholt haben, weil CETA sie ordentlich abarbeitet. Und mit Verlaub, Frau Kollegin Hamann, dazu passt dann auch nicht, dass Grüne, wie z.B. ihr Landesverband in Sachsen-Anhalt, für laut zur Demonstration dafür wirbt, über Fahrtkostenerstattung doch einmal einen Ausflug nach Berlin zur Demo zu machen. Ich weiß nicht, ob dann eher der Ausflug oder die Demonstration im Vordergrund steht. Auf jeden Fall sicherlich nicht die sachliche Debatte an dieser Stelle. Summa summarum, bei nüchterner Betrachtung, meine Damen und Herren, ist festzustellen, die Interessen der Bürgerinnen und Bürger bei CETA sind gewahrt, und man kann diesem Freihandelsabkommen guten Gewissens zustimmen. Aber ich habe ohnehin, und das finde ich ausgesprochen schade, weil ich finde, das sind die falschen Schablonen, nach denen hier agiert wird, ich habe ohnehin das Gefühl, dass es in der öffentlichen Auseinandersetzung längst nicht mehr um den Austausch sachlicher Argumente geht. Mit dem Schüren von Ressentiments, dem Erfinden absurder Mythen und Märchen, und der blanken Panikmache, Herr van Ooyen, bedienen sich die CETA-Gegner aus dem linken Lager eines Argumentationsstils, den ich sonst nur von der AfD kenne. Sie haben keine Lösungen. Sie haben auch keine Rezepte für die Welt, für die Arbeitsplätze von morgen, für mehr Wettbewerbsfähigkeit. Sie haben nur ihr ideologisches Nett und fallen damit den Menschen, die in diesem Land für ihr Auskommen sorgen müssen, die ihre Arbeitsplätze erhalten wollen oder neue Arbeitsplätze schaffen wollen, in den Rücken. Das jedenfalls entspricht in meinen Augen nicht den Wünschen und auch nicht den Weiterentwicklungschancen, die die Menschen in diesem Land haben und brauchen. Und sehr geehrter Herr van Ooyen, ich halte es auch für mindestens nachdenkenswert, aber meines Erachtens sogar fragwürdig, für wen diese vereinigten CETA-Gegner überhaupt diesen völlig überzogenen emotionalen Kampf führen. Für wen oder auch in Kooperation mit wem gehen Sie denn da auf die Straße? Ist das noch der Arbeitnehmer? Ist das noch der Industriearbeitnehmer? Die Gewerkschaften, ein wunderbares Beispiel, Frau Wissler. Wer steht denn an den Gewerkschaften, von den großen Gewerkschaften in der Frage CETA noch bei Ihnen? Ist die IG Metall an dem Aufruf beteiligt? Haben Sie die IGBCE auf Ihrer Seite? Mitnichten. Sie wissen, dass gerade die Industriegewerkschaften an dieser Stelle für Arbeitsplätze und für Menschen in unserem Land kämpfen. Der Vorsitzende, Frau Kollegin Wissner, Sie können ja gerne noch einmal hier für Ihre Fraktion reden, der Vorsitzende der IGBCE, Michael Vassiliadis, und das ist immerhin die drittgrößte Mitgliedsgewerkschaft des DGB, hat sich lobend über CETA geäußert und für Zustimmung geworben. Ich kann das hier einmal zeigen im Spiegel, ein wirklich lesenswerter Beitrag, ein Interview mit der Überschrift „Wir haben uns durchgesetzt“. Und er weist darauf hin, dass der Einsatz der Gewerkschaften gefruchtet hat bei diesem Freihandelsabkommen und dass es deswegen unredlich ist, in der Art und Weise vorzugehen, wie Sie das hier tun. Dass eben gerade die Zollsenkung, 99% der Zölle werden abgeschafft im bilateralen Handel mit Kanada und der Europäischen Union, dass diese Zollsenkungen Arbeitsplätze in Deutschland sichern, Frau Kollegin Wissler. Frau Kollegin, Sie müssen bitte zum Ende kommen. Dass aber eben auch die Möglichkeit, Standards nach unseren Normen zu setzen und damit europäische Normen zu globalisieren, uns die Möglichkeit geben, hier gegen Absenkung von Standards vorzugehen und damit eben auch das internationale Wettrennen darum, wer die Normen macht, und dass sie eben nicht zu unseren Lasten, nicht zu Lasten unserer Arbeitsplätze geht, zu gewinnen. Ich glaube, wir haben als Hessen jedes Interesse daran,
diesem Abkommen zuzustimmen. Es würde mich nach dem windelweichen Antrag, Herr Kollege Reif, Ihrer Koalition wirklich sehr brennend interessieren, ob Sie dem Abkommen nun im Bundesrat zustimmen oder nicht. Denn das, was Sie hier erzählt haben, steht mitnichten in dem Antrag drin. Und es wird auch der Grund sein, warum wir Ihrem Antrag nicht zustimmen können. Vielen Dank, Frau Kollegin Beer. Es spricht als Nächster für die sozialdemokratische Fraktion Herr Abg. Krüger. Bitte sehr, Sie haben das Wort. Vielen Dank, Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich wollte eigentlich damit anfangen, zu sagen, wer internationalen Handel gestalten will, muss verhandeln. Jetzt muss ich allerdings das ein bisschen ändern, weil nachdem ich jetzt so viele Lobeshymnen auf unseren Bundeswirtschaftsminister gehört habe und seine segensvolle Tätigkeit, ja, ohne aber ein einziges Mal seinen Namen zu erwähnen, muss ich das jetzt tun und sagen, wer hat es denn gemacht? Wer hat denn dafür gesorgt, dass all diese Änderungen bei CETA stattgefunden haben, die jetzt gerade alle lobend erwähnt worden sind? Das war der Bundeswirtschaftsminister, und das war der Reformdruck der europäischen Sozialdemokratie. Denn es ist ja gerade deutlich geworden, die ursprüngliche Idee von CETA, war ja reformbedürftig. Und all das, was ich jetzt insbesondere aus Richtung der GRÜNEN und der FDP gehört habe, an großen Vorteilen bei CETA, das wäre alles nicht da, hätten wir nicht den Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel und gäbe es nicht eine europäische Sozialdemokratie, die entsprechenden Druck aufgebaut hat. Das ist eine simple Tatsache. Wir machen keinen Hehl daraus, meine Damen und Herren, dass uns trotzdem ein multilaterales Abkommen auf WTO-Ebene viel lieber gewesen wäre. Aber man muss ja pragmatisch zur Kenntnis nehmen, dass das nicht möglich war. Wir haben alle mitbekommen, also die, die so etwas verfolgen, haben mitbekommen, dass die Doha-Runde gescheitert ist. Ergo macht es Sinn, sich zu überlegen, Handelsverträge als EU mit anderen Staaten abzuschließen. Und dann, wenn man das macht, dann muss man sich natürlich überlegen, unter welchen Prämissen macht man das. Und auch da machen wir keinen Hehl daraus, dass die Prämissen wie auch der Weg der Verhandlungen am Anfang für uns eher problematisch war. Insbesondere wie Karel de Gucht sich das Verhandlungsmandat hat erteilen lassen, das war problematisch, und das war auch ein Geburtsfehler. Und das, denke ich, macht bis heute die Debatten auch schwer und macht es notwendig, immer wieder auch zu erklären, worum es eigentlich geht und was sich alles verändert hat. Aber all das darf uns doch nicht daran hindern, das Heft des Handelns in die Hand zu nehmen und den Vertragsentwurf entsprechend zu ändern und das in den Vertrag hineinzubringen, was unserer Meinung nach für unser Land gut ist, und das herauszuholen wieder aus dem Vertragsentwurf, was nach unserer Überzeugung nicht gut für unser Land ist. Die SPD, meine Damen und Herren, hat sich dieser Verantwortung frühzeitig gestellt und frühzeitig definiert, wie ein Handelsvertrag im Sinne der Bürgerinnen und Bürger, auch der Bürgerinnen und Bürger Hessens, aussehen sollte. Dies findet sich sowohl in unserem Antrag 19/358 hier im Hessischen Landtag wie auch in unseren sogenannten roten Linien der Bundes-SPD wieder. Und auf dieser Basis, meine Damen und Herren, unterstützen wir unseren Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel bei den Verhandlungen sowohl über TTIP wie auch CETA. Und nur um das hier festzuhalten, die Gleichsetzung von TTIP und CETA ist nach aktuellem Stand der Verhandlungen nicht mehr möglich. Wir haben bei CETA vieles erreicht, was bei TTIP offensichtlich nicht erreichbar ist. Das ist auch der Grund, warum jetzt immer von toten Pferden geredet wird. Die Verhandlungen um TTIP haben sich ganz offensichtlich
an vielen Punkten festgefahren, was auch daran liegt, dass z.B. die US-Amerikaner das Thema ILO-Kernarbeitsnormen überhaupt nicht anfassen wollen. Aber auch die Öffnung der amerikanischen Ausschreibungsmärkte für öffentliche Ausschreibungen scheint bei den Amerikanern nach dem Motto verfahren zu werden, ja, also die Europäer sollen das bitte öffnen, aber unsere Märkte nicht, Buy American. Das ist natürlich keine Verhandlung auf Augenhöhe. Und das ist der Grund, warum das mit TTIP nicht klappt. Diese Problematik haben wir aber bei CETA nicht. Ganz im Gegenteil. Die kanadische Regierung ist bereit, ihre Märkte weitgehend für unsere Produkte zu öffnen, vice versa. Und deswegen ist CETA eine andere Geschichte als TTIP, meine Damen und Herren. Es hat aber auch in anderen Bereichen Erfolge gegeben. Zum Beispiel wird die kommunale Daseinsvorsorge in die CETA-Negativliste von Privatisierungsvorhaben ausgenommen. Das heißt, dieser Teil des Antrags, der Begründung des hier verhandelten Entschließungsantrags der Fraktion DIE LINKE ist also bereits obsolet. Wir werden den Schutz der kommunalen Daseinsvorsorge haben in CETA. In CETA werden wir das haben, bei TTIP zumindest noch nicht. Auch ein Grund mehr dafür zu sagen, das ist erfolgreich. Eine erfolgreiche Verhandlungsführung des Bundeswirtschaftsministers war, die dazu geführt hat, dass wir überhaupt so weit gekommen sind. Und auch die öffentlich-rechtliche und transparente Gestaltung des in CETA vorgesehenen Handelsgerichtshofs ist ein Verhandlungserfolg des Bundeswirtschaftsministers. Hier hat der DGB noch Änderungen bei den Modalitäten der Bezahlung von Handelsrichterinnen und Handelsrichtern angemahnt. Aber ich bin mir sicher, dass auch dies ein Punkt, der bei den morgigen Verhandlungen des Bundeswirtschaftsministers mit der kanadischen Regierung sein wird. Und ich bin mir sicher, ein weiterer Punkt wird auch die Frage der vorläufigen Anwendung von CETA sein. Wie Sie wissen, hat die EU-Kommission CETA inzwischen, und zwar nach heftigsten Protesten, als sogenanntes gemischtes Abkommen eingestuft, nachdem sie ursprünglich der Meinung war, es wäre ein EU-Only-Abkommen. Es gibt aber zum Beispiel ein Gutachten des Bundeswirtschaftsministeriums, das schon, glaube ich, 2 Jahre alt ist, in dem sehr klar dargestellt wird, dass es sich um ein gemischtes Abkommen handelt. Und das ist auch gut so. Das sage ich nicht nur als Abgeordneter eines Parlaments, sondern das sage ich auch vor dem Hintergrund der Transparenz und der Debatte, die wir um CETA haben, dass wir am Schluss in den Parlamenten darüber reden werden. Und es darf natürlich nicht sein, dass nun durch die vorläufige Anwendung Recht geschaffen wird, das dem Votum dieser Parlamente am Ende entgegenläuft. Diese Argumentation ist richtig. Wie gesagt, darüber wird bis zuletzt verhandelt. Und eine vorläufige Anwendung der sogenannten Investitionsschutzklauseln ist natürlich nicht akzeptabel. Das ist völlig klar. Aber trotzdem haben wir natürlich ein Interesse daran, wenn wir uns darauf einigen, dass CETA in der Tendenz richtig ist, dass zumindest alle Zollbeschränkungen so schnell wie möglich aufgehoben werden, dann müssen wir halt eben über die anderen Sachen später reden. Aber wir haben davon einen Vorteil. Und deswegen sollten wir das differenziert betrachten und nicht alles über einen Kamm scheren, meine Damen und Herren. Die kanadische Regierung hat angekündigt, im Rahmen der CETA-Ratifizierung auch die von Kanada bislang noch nicht anerkannten Kernarbeitsnormen zu ratifizieren. Die umfassende Anerkennung von Arbeitnehmerrechten war sowohl für die Gewerkschaften wie auch für die SPD immer eine zentrale Forderung. Und es ist ein Erfolg, dass wir uns auch damit bei CETA durchgesetzt haben, meine Damen und Herren. Und dies ist übrigens auch ein Grund dafür, dass die größte Einzelgewerkschaft der Welt, es ist gerade schon genannt worden, meine IG Metall, Zustimmung zum Kurs des Bundeswirtschaftsministers bei den Verhandlungen zur Ausgestaltung von CETA signalisiert hat, wie übrigens auch die IGBCE. Und am Ende, wie gesagt, kommt die Stunde der Parlamente. In Deutschland sind das Bundestag und Bundesrat. Und da bin ich dann doch sehr gespannt, wie die Landesregierungen z.B. in Thüringen, liebe Linke, und in Hessen, liebe Bündnisgrünen, abstimmen werden. Verstehe ich nämlich die Demoaufrufe und die öffentlichen Erklärungen von Linken und Grünen auf Bundesebene richtig, dann muss ja schon heute feststehen, dass sich alle Länder mit linker oder mit grüner Regierungsbeteiligung im Bundesrat enthalten werden. Dann müssten die Grünen konsequenterweise aber jetzt dem Entschließungsantrag der Linken zustimmen. Stattdessen kommt wieder ein Feststellungs- und Wiederholungsantrag daher,
in dem festgestellt wird, dass man darüber nachdenken müsse und man wiederholt schon einmal darüber nachgedenkt habe. Daraus kann man allerdings noch nicht so ganz heraushören, wie jetzt die Koalition aus CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN sich jetzt dann in Zukunft verhalten werden. Nun habe ich ja gesagt, die Stunde der Parlamente kommt noch. Aber wir werden dem natürlich mit großem Interesse entgegensehen, wie sich dann Hessen an diesem Punkt verhalten wird. Und wir hoffen, dass wir dann an diesem Punkt eine entsprechende Debatte auch haben werden. Wir wollen von hier aus dem Hessischen Landtag unserem Bundeswirtschaftsminister das Signal für seine morgige Reise nach Kanada geben. Verhandeln Sie mit Unterstützung des Hessischen Landtages hart mit der kanadischen Regierung im Sinne der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, im Sinne der Konsumentinnen und Konsumenten und für die Zukunft unseres Landes. Deswegen werden wir dem Antrag der Fraktion DIE LINKE ablehnen, auch den Antrag von BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, und fordern die anderen Fraktionen auf, es uns gleich zu tun. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Grüger. Spricht jemand für die Landesregierung? Ja, Herr Staatsminister Al-Wazir, bitte, Sie haben das Wort. Vielen Dank, Herr Präsident. Vielleicht zuallererst, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben mit Blick auf die anstehende Beschlussfassung beim Treffen der EU-Handelsminister Ende September in den letzten Wochen viel über CETA diskutiert. Ich merke zunehmend, dass die Debatte ein bisschen durcheinander geht. Weil, wenn ich das recht sehe, und das finde ich, sollten wir in dem Zusammenhang auch sagen, wir reden jetzt hier über CETA, über das Abkommen mit Kanada. Wir reden nicht über TTIP. Da muss man durchaus sagen, dass da sich in den letzten Monaten auch einiges verändert hat. Ich will an dieser Stelle sagen, manche werfen da ziemlich viel durcheinander. Ich finde, deswegen ist es angebracht, am Anfang mal ein bisschen etwas Grundsätzliches auch zu sagen, und zwar auch aus Sicht der Landesregierung. Was uns wichtig ist, was auch mir wichtig ist, aus ökonomischer Sicht ist freier Handel und ein freier Zugang zu internationalen Märkten grundsätzlich positiv zu bewerten. Allerdings natürlich unter der Voraussetzung, dass dies unter für alle Seiten fairen Rahmenbedingungen geschieht. Für die international ausgerichtete hessische Wirtschaft würden sich mit einem Freihandelsabkommen mit Kanada Potenziale für wirtschaftliche Entwicklung, Beschäftigung, Innovationskraft und Produktivitätszuwachs ergeben. Und auch hessische Unternehmen könnten von einem vereinfachten Zugang mit geringeren bürokratischen Hürden zum kanadischen Markt profitieren. CETA würde den kanadischen Markt für europäische Unternehmen weitgehend öffnen und auch umgekehrt, wenn wir uns betrachten, dass Hessen als Investitionsstandort bereits jetzt ein Drittel des für Deutschland insgesamt ausgewiesenen Investitionsbestandes aus Kanada hat, ist die Wahrscheinlichkeit, dass Hessen besonders profitieren würde, wenn kanadische Unternehmen hier investieren, eher groß. Also noch einmal, Freihandelsabkommen sind zunächst einmal grundsätzlich zu begrüßen. Allerdings, und das hat der Landtag ja schon mehrfach festgestellt, gilt es, dass die Standards im Umwelt- und Gesundheitsbereich, beim Verbraucherschutz und auch die kommunale Daseinsversorgung nicht gefährdet oder ausgehebelt werden können. Und auch da gilt sehr deutlich, da darf man die Nase nicht zu weit oben haben. Ich will jetzt mal über Nein, ganz ernsthaft, nicht zu weit oben haben. Ich rede jetzt einmal über TTIP als Beispiel. Da wurde am Anfang viel über das Chlorhühnchen geredet. Ich weiß nicht, was schlimmer ist, sozusagen ein geschlachtetes Huhn durch ein Chlorbad zu ziehen oder im Laufe des Lebens ganz viel Antibiotika reinzuschmeißen. Das ist der europäische Weg. Ehrlich gesagt, an dieser Stelle wäre ich dafür, beides zu lassen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Man sollte aber nicht glauben,
Man sollte aber nicht glauben, dass sozusagen europäische Standards in jedem Fall immer besser sind. Es kann auch mal andersrum sein. Es kann auch mal andersrum sein, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich stelle fest, dass wir hier sehr viel Misstrauen haben in der Gesellschaft. Das muss man ernst nehmen. Das muss man sehr, sehr ernst nehmen. Wir haben sehr viel Misstrauen. Und dieses Misstrauen hat auch viel damit zu tun, dass wir eine transparentere Verhandlungspraxis nötig gehabt hätten. Das stelle ich ausdrücklich fest. Eine transparentere Verhandlungspraxis nötig gehabt hätten. Das wäre förderlich gewesen für gesellschaftliche Akzeptanz und auch für Glaubwürdigkeit. Und diese Transparenz wurde sowohl bei den CETA- wie auch bei den TTIP-Verhandlungen vernachlässigt, wobei zur Wahrheit auch dazugehört, hätte es keine TTIP-Verhandlungen gegeben, würden wir jetzt wahrscheinlich auch nicht über CETA reden, sondern wäre einfach ein Abkommen abgeschlossen worden und wahrscheinlich auch ratifiziert. Die Frage ist, Stichwort Transparenz, womit haben wir es jetzt zu tun? Inzwischen gibt es zwar eine deutsche Version des CETA-Verhandlungsstandes. Ob diese Fassung nun wirklich den finalen CETA-Text darstellt, bleibt abzuwarten. Und wie im Antrag von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN beschrieben, gibt es gegenwärtig ja durchaus noch Bestrebungen, Änderungen bzw. Ergänzungen an dem Abkommen vorzunehmen. Und in jedem Fall muss das endgültige Ergebnis von nationaler Seite geprüft werden. Also, ob es überhaupt zu einem Abkommen in Sachen TTIP kommt, würde ich mal sagen, ist momentan zumindest fraglich. Und am Ende werden wir abwarten, was CETA angeht, wie das endgültige Ergebnis sein wird. Dann ist die europäische Ebene am Zug. Dann kommt die nationale Ebene. Und dann, meine sehr verehrten Damen und Herren, käme der Bundesrat. Ich bin ausdrücklich dankbar dafür, weil auch das ist ja ein Teil des Misstrauens, womit wir es zu tun haben, dass inzwischen auch auf europäischer Ebene klargestellt wurde, dass wir es mit einem gemischten Abkommen zu tun haben. Das heißt, dass die Notwendigkeit der Zustimmung der nationalen Parlamente vorhanden ist. Das bedeutet, dass wir uns natürlich auch genau betrachten werden, was ein solches Abkommen an eventuellen Auswirkungen für uns hätte, weil am Ende auch Kompetenzen und Befugnisse der Länder betroffen wären und der Kommunen. Und deswegen ist der Bundesrat am Ende auch am Zug. Der Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel, um den Namen mal zu nennen, hat im Juli angekündigt, ja, nur weil er so heißt, da kann er jetzt nichts für, aber ich habe ihn mal genannt, hat im Juli angekündigt, dass die Bundesregierung ein Ratifizierungsgesetz zu CETA vorlegen werde, mit dem sich sowohl Bundestag als auch Bundesrat befassen sollen. Wir warten also auch an dieser Stelle ab, was die Bundesregierung vorlegt. Und ich will ausdrücklich sagen, es ist auch noch nicht zu spät, wenn es um inhaltliche Diskussionen geht, zumindest bei den Punkten, die nicht ausschließlich in den Kompetenzbereich der EU fallen und deshalb von einer vorläufigen Anwendung ausgenommen werden. Deswegen will ich ausdrücklich noch einmal feststellen, die politische Handlungsfähigkeit der betroffenen Nationalstaaten, auch der Länder und Kommunen, darf nicht eingeschränkt werden. Ich glaube, da sind wir uns einig. Wir dürfen auch nicht ein Freihandelsabkommen haben, das sehe ich allerdings auch bei CETA nicht, das in die rechtsstaatliche Souveränität eines Landes eingreift. Und bestehendes nationales Recht sollte nicht durch ein solches Abkommen beeinträchtigt oder ausgehöhlt werden. Und wir reden neben der Abschaffung von Zöllen auch von der Abschaffung von sogenannten nichttarifären Handelshemmnissen. Beispielsweise sollen Standards und Normen angeglichen werden. Das ist grundsätzlich völlig richtig, meine sehr verehrten Damen und Herren. Man ist ja in Deutschland manchmal auch stolz auf die sogenannte deutsche Industrienorm. Das war ja auch einmal der Versuch, Standards zu schaffen. Ich glaube, dass aber auch klar sein muss, dass es da nicht um eine Angleichung auf dem niedrigsten Niveau gehen soll, z. B. wenn es um Vorsorgeprinzip bei Umwelt- und Verbraucherschutz, bei Arbeitsschutz oder auch bei Tarifrecht gilt. Aber auch an dieser Stelle, manchmal ist es so, dass die europäischen Standards nicht die besten sind. Ich stelle immer wieder fest, dass es viele, viele Menschen gibt, soll auch welche hier in diesem Hause geben,
auch TTIP-Kritische, die nach Reisen in die USA mit Medikamenten zurückkommen, die sie dort eingekauft haben, und sich keine Sorgen machen, sondern eher sagen, Mann, sind die günstig dort. Also, wie gesagt, an dieser Stelle kommt es immer darauf an, zu sagen, sehr, bitte was? Für die Haschischprodukte, da gibt es jetzt noch keinen europäischen Standard, Frau Kollegin Schott. Da. Aber kann ja mal gut. Gut. Also, ganz klar. Ganz klar. Und auch noch einmal, wir haben es ja mit viel Misstrauen zu tun, das habe ich genannt. Es ist auch aus Sicht der Landesregierung wichtig, dass es in den Bereichen Bildung, Gesundheit, Sozialdienstleistungen, Kultur und Wasserversorgung keine Privatisierungsverpflichtungen gibt, die das Regulierungsrecht von Ländern und Kommunen aushöhlt. Um es sehr deutlich zu sagen, Right to Regulate, das war einer der Punkte, über die gestritten wurde. Und zwar zu Recht, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und natürlich ist auch wichtig, was die Klarstellung angeht, dass wir nicht etwas bekommen, was DIE LINKE ja an die Wand malt. Willi van Ooyen hat es genannt. Im Antrag ist es auch nachzulesen. Sozusagen TTIP durch die Hintertür. Das ist relativ einfach. Man kann auch klarstellen, dass nicht rechtlich Unselbstständige oder sogenannte Briefkastenfirmen über den Umweg Kanada dann in der EU bestimmte Punkte durchsetzen. Ich glaube, an dieser Stelle ist völlig klar, dass man das auch regeln kann. Diese Anforderungen, meine sehr verehrten Damen und Herren, haben wir im Landtag wiederholt beraten und beschlossen. Natürlich werden wir, sobald die abgeschlossenen Verhandlungspapiere und das Ratifizierungsgesetz der Bundesregierung vorliegen, diese noch einmal wirtschaftlich, politisch und juristisch prüfen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das, finde ich, ist eine Selbstverständlichkeit. Also, ich muss Sie an die Redezeit der Fraktionen erinnern, Herr Staatsminister. Ich komme zum Schluss, Frau Präsidentin. Den Chancen, die ein Freihandelsabkommen mit Kanada für unser Bundesland bietet, sollten wir keine vorschnelle Absage erteilen. Wir sollten die Potenziale auch für die hessische Wirtschaft ausloten und gleichzeitig dafür Sorge tragen, dass beispielsweise die öffentliche Daseinsvorsorge, die eine zentrale Voraussetzung für unseren wirtschaftlichen Erfolg darstellt, nicht gefährdet wird. Verbraucher und Umwelt sollen weiterhin mindestens so gut geschützt sein wie derzeit, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich glaube, wenn man sich an dieser Stelle dann einmal in die Tiefe der Verhandlungspapiere hineinarbeitet, diese Debatte wird uns weiterhin verfolgen. Ich bitte aber darum, an dieser Stelle zu sagen, sehr genau zu betrachten, was passiert, nicht euphorisch zu sein, aber auch gleichzeitig nicht zu sagen, Angst zu verbreiten. Ich glaube, beides ist an dieser Stelle nicht angebracht, sondern ruhig und in der Sache zu entscheiden. Und genau das werden wir tun. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Staatsminister Al-Wazir. Jetzt liegt mir eine Wortmeldung von Frau Wissler vor, von der Fraktion DIE LINKE. Bitte schön, Frau Kollegin, Sie haben das Wort. Ja, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ich habe mich noch einmal zu Wort gemeldet, weil ich einige Dinge in dieser Debatte so nicht stehen lassen wollte, sowohl was die Redebeitrag von Herrn Reif anging, als auch was der Herr Minister eben gesagt hat. Zum einen will ich noch einmal deutlich machen, dass es hier überhaupt nicht um die Frage geht, USA gegen EU. Das ist überhaupt nicht die Ebene, auf der wir diskutieren. Wir haben auch nicht das Bild gestellt, dass hier irgendwie eine US-amerikanische Gefahr gute europäische Standards gefährden würde. Das ist überhaupt nicht die Diskussion. Die Trennungslinie, um die es hier geht, ist Konzerninteressen oder Gemeinwohl. Das ist die Frage, um die es geht und um die man entscheiden muss. Die Befürchtung nämlich ist, wenn diese Abkommen in Kraft treten, das Arbeitnehmerrecht, das Umweltstandards, das Verbraucherschutz, auf beiden Seiten des Atlantiks abgesenkt werden, dass Menschen im Interesse der Konzerne gegeneinander ausgespielt werden und dass das auf beiden Seiten des Atlantiks, sowohl in den USA als auch in der Europäischen Union, letztlich zur Absenkung von Standards führen kann. Und das ist
unsere Kritik und nicht EU gegen USA. Die Grenze verläuft ganz woanders. Die Grenze verläuft darin, dass wir uns fragen müssen, wer soll hier das Sagen haben? Das Interesse der Menschen, das Gemeinwohl, soll das Vorrang haben oder die Interessen von Konzernen, meine Damen und Herren? Und unsere Befürchtung ist, dass Freihandelsabkommen wie CETA, wie TTIP eben nicht zu einer allgemeinen Erhöhung dieser Standards führen, sondern eher zu einer Absenkung. Und hier Anti-Amerikanismus zu unterstellen, Herr Reif, wie Sie das getan haben, ist ja nur geradezu absurd. Weil, da Sie ja häufig in den USA sind, wissen Sie ja sicher, dass TTIP in den USA mindestens genauso kritisch diskutiert wird wie in Deutschland. Ich will sagen, dass es einen Präsidentschaftskandidatenbewerber gab, Bernie Sanders, der dagegen war. Die Gewerkschaften diskutieren das kritisch. Also auch dort gibt es ja eine große öffentliche Debatte, die doch das sehr kritisch sieht. Und ich will noch einmal sehr deutlich machen, wer die Unterstützer sind für die Demonstrationen am Samstag. Unterstützer sind unter anderem der DGB. Und natürlich, Frau Kollegin Beer, haben die IG Metall und Verdi haben gerade vorletzte Woche in Frankfurt für die Demonstration mobilisiert. Aber auch der Deutsche Mieterbund, Greenpeace, Brot für die Welt, der Paritätische, BUND und NABU, der Deutsche Kulturrat, die Naturfreunde, das Umweltinstitut München und viele andere. Herr Reif, wollen Sie alles ernstens diesen Organisationen unterstellen, Sie seien antiamerikanisch? Das ist wirklich blanker Unsinn, was Sie da unterstellen, der auch noch dadurch schlimmer wird, dass ja Ihr eigener Koalitionspartner noch mitruft, aufruft zur Demonstration. Hier geht es nicht um Antiamerikanismus, hier geht es um die Verteidigung von demokratischen und sozialen Rechten, meine Damen und Herren. Und ich will noch einmal sehr deutlich machen, wie unterschiedlich hier auch mit gesellschaftlichen Mobilisierungen umgegangen wird in Deutschland. Wenn 10.000 Pegidisten auf Dresden auf die Straße gehen, dann reden Politiker, die auch der Großen Koalition angehören, von berechtigten Ängsten und Sorgen der Menschen, die man doch ernst nehmen muss. Wenn aber eine Viertelmillion Menschen gegen TTIP auf die Straße gehen, dann redet man davon, dass die Menschen irgendwie hysterisch sind und fehlgeleiteten Argumenten hinterherlaufen. Das ist doch absurd, dass diese Menschen so abgetan werden. Ich würde mir wünschen, dass man mal die Sorgen und Ängste der Menschen, die gegen TTIP, CETA und Co. demonstrieren, dass man die mal ernst nimmt, statt diese Pegidisten, meine Damen und Herren. Und jetzt wurde ja eben in der Debatte mehrfach gesagt, es würden Ängste geschürt mit falschen Fakten und Argumenten. Ich kann das nicht erkennen. Wer nachweislich mit falschen Fakten gearbeitet hat, ist unter anderem der BDI, aber auch die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft. Die mussten ihre Daten korrigieren, nach unten korrigieren, weil die Zahlen, mit denen sie für TTIP geworben haben, nämlich nachweislich viel zu hoch waren, haben die auch korrigiert. Das heißt, wer hier mit falschen Zahlen arbeitet, sind nachweislich die TTIP-Befürworter und nicht die TTIP-Gegner, Herr Reif. Und dieses Misstrauen und das Misstrauen, von dem hier geredet wird, das ist ja nicht irgendwie eine diffuse Angst, sondern dieses Misstrauen ist mehr als berechtigt. Erstens, wer nichts zu verbergen hat, der braucht keine Geheimverhandlungen. Wer nichts zu verbergen hat, der kann transparente Verfahren wählen und nicht solche, wie es hier gewählt wurde. Und zweitens, es gibt doch Erfahrungen mit Freihandelsabkommen. Es gibt doch Erfahrungen, dass Freihandelsabkommen eben nicht dazu führen, dass sie der Mehrheit der Menschen nutzen, sondern dazu eben dienen, Standards abzusenken. Und selbst die Europäische Union geht von minimalsten wirtschaftlichen Effekten aus durch TTIP. Also von daher minimales Wachstum, wenn überhaupt, stehen hier Risiken entgegen. Und deswegen finde ich es sehr wichtig, dass wir da am Samstag auch mit vielen Menschen demonstrieren. Ein letztes. Jean-Claude Juncker, der Präsident der Europäischen Kommission, hat einmal über die Politik in der Europäischen Union gesagt, ich zitiere, wir beschließen etwas, stellen das dann in den Raum und warten einige Zeit ab, was passiert. Wenn es dann kein großes Geschrei gibt und keine Aufstände, weil die meisten gar nicht begreifen, was da beschlossen wurde, dann machen wir weiter, Schritt für Schritt, bis es kein Zurück mehr gibt. Das ist O-Ton Jean-Claude Juncker über die Politik in der Europäischen Union. Aber ich finde, das ist auch eine klare Ansage, was wir brauchen. Frau Kollegin, ist offensichtlich, Sie müssen zum Ende kommen. Ich komme zum Schluss, letzter Satz. Was wir brauchen, laut Jean-Claude Juncker, ist offensichtlich großes Geschrei und zur Not eben auch einen Aufstand, um TTIP zu verhindern, um CETA zu verhindern. Deswegen hoffe ich, dass am Samstag viele Menschen an den Demonstrationen teilnehmen, um ein Zeichen zu setzen gegen diese sogenannten Freihandelsabkommen, die nur dazu dienen, sozial- und demokratische Rechte zu unterlaufen, meine Damen und Herren. Danke, Frau Kollegin Wissler. Als nächster Redner hat sich Kollege Reif von der CDU-Fraktion noch einmal zu Wort gemeldet. Bitte schön.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, Frau Wissler, das kann ja so nicht stehen bleiben, wie Sie das eben gesagt haben. Sie sind ignorant. Sie sind ignorant. Sie haben eben vier Beispiele von Herrn Minister Al-Wazir und von mir gehört, wie Umweltstandards und wie Verbraucherstandards nicht abgesenkt werden. Herr Minister hat Ihnen das Beispiel mit den Chlorhühnchen und der, auf der anderen Seite der europäischen Seite mit den Pestiziden gesagt. Ja, was ist denn schlimmer? Beides ist gleichermaßen schlimm und schädlich für den Verbraucher und unintransparent. Hören Sie doch einmal zu, ich habe Ihnen doch auch zugehört. Das Zweite, Sie sind ignorant, indem Sie beispielsweise das Argument von Großkonzernen nicht wahrnehmen. Der Herr Minister hat Ihnen gesagt, dass in den USA vielfach Medikamente sehr viel günstiger zu erwerben seien als in der Bundesrepublik Deutschland und in Europa, aber insbesondere bei uns in Deutschland. Wo werden sie denn hergestellt? Sie werden von deutschen Konzernen oder von US-Konzernen oder französischen oder kanadischen oder dänischen Konzernen hergestellt. Wo liegt da der Unterschied? Ich sage Ihnen, Sie sind ignorant. Sie wollen nicht hören, dass unter Umständen viele Dinge in den unterschiedlichen Hemisphären unter Umständen günstiger für den Verbraucher und günstiger im Umweltschutz sind. Sie wollen nicht wahrnehmen, dass beispielsweise durch das VW-Beispiel der Verbraucher in den Vereinigten Staaten besser geschützt ist als beispielsweise der Autokäufer in Europa oder in der Bundesrepublik Deutschland. In dem einen Fall bekommt er 15.000 Dollar und in dem anderen Fall bekommt er gar nichts. Sie wollen nicht wahrnehmen, Sie sind ignorant und wollen nicht wahrnehmen, dass beispielsweise der Umweltschutz in dem eben genannten Beispiel des Volkswagen-Konzerns in den USA sehr viel höherwertig ist als beispielsweise in der Bundesrepublik Deutschland. Das wollen Sie alles überhaupt nicht wahrnehmen. Und dann sprechen Sie davon, dass es überhaupt nicht ging um den Anti-Amerikanismus. Dann schauen Sie sich doch einmal Ihre Mitdemonstranten und Ihre eigenen an. Schauen Sie sich doch nur Sie einmal an. Und schauen Sie sich die Plakate an, die Sie alle da tragen. Und schauen Sie sich die Intentionen an. Das ist doch das Problem, was ich gesagt habe. Es ist ein Schuss Anti-Amerikanismus bei manchen dabei. Und das kann man nicht leugnen. Und das wollen wir auch nicht leugnen. Wieso tun Sie das? Sie haben es doch. Sie haben es doch mehrfach auch hier persönlich bewiesen, dass Sie nicht unbedingt der Freund dieser Amerikaner sind. Und ein Letztes, meine sehr verehrten Damen und Herren, die Schiedsgerichtsverfahren. Ich will nur einmal darauf hinweisen, dass die Schiedsgerichtsverfahren, hören Sie bitte zu, dass die Schiedsgerichtsverfahren hier in Deutschland erfunden wurden. Sie waren seit Lebens der Investitionen und Freihandelsabkommen ein gutes Instrument. Ich will ja nicht sagen, dass sie sich nicht, ich will ja nicht sagen, dass sie nicht veränderbar sind. Ich will ja nicht sagen, dass es der allgemeine beste Schutz ist. Und ich will auch nicht bestreiten, dass sie unter Umständen im Verfahren mit einem starken Partner wie den Amerikanern und den Kanadiern unter Umständen anders angewendet werden. Aber wir müssen sehen, wir haben mit diesen Verfahren eben sehr gute Erfahrungen gemacht. Und dass wir das jetzt alles in Bausch und Bogen regen, das ist nicht fair. Und das ist auch nicht ordentlich. Und ich sage noch einmal, lasst uns nicht Mythen hier kultivieren und dämonisieren, sondern lasst uns die Fakten sprechen und nachher, wie Herr Minister Al-Wazir gesagt haben, eine ordentliche, eine transparente und beiden Seiten gerechte Entscheidung treffen, die uns alle nutzt. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Reif. Es liegen mir keine Wortmeldungen mehr vor. Ist es richtig, dass die namentliche Abstimmung zu Ihrem Antrag beantragt wurde von Ihnen? Ja, das ist der Fall. Dann lasse ich namentlich abstimmen über den Entschließungsantrag der Fraktion DIE LINKE, Drucksache 19/3747. Wir beginnen mit dem Aufruf. Drück mal bitte. Ulrike Alex, Tarek Al-Wazir, Dr. Walter Arnold, Lena Arnold,
Sabine Bächle-Scholz, Jürgen Banzer, Dr. Ralf Norbert Bartelt, Elke Barth, Alexander Bauer, fehlt. Nicola Beer, Holger Bellino, Peter Beuth, Markus Bocklet, Michael Boddenberg, Volker Bouffier, Barbara Cárdenas, Ulrich Kasper, Wolfgang Decker, Christoph Degen, Corrado Di Benedetto, Klaus Dietz, Angela Dorn, Tobias Eckert, nein, Sigrid Erfurt, Nancy Faeser, Martina Feldmeier, Uwe Frankenberger, Dieter Franz, Jürgen Frömmrich, Kerstin Geis, Lisa Gnadl, Eva Goldbach, Wolfgang Greilich, Timon Kremmels, Stefan Krüger, Gernot Krumbach, Stefan Grüttner, Heike Habermann, Dr. Jörg-Uwe Hahn, Ursula Hammann, nein. Karin Hartmann, nein. Christian Heinz, nein. Heike Hoffmann, nein. Andreas Hoffmeister, nein. Brigitte Hofmeier, nein. Rüdiger Holschuh, nein. Hartmut Honka, Hans-Jürgen Irmer, Norbert Kartmann, Heiko Kasseckert, Frank-Peter Kaufmann, Irmgard Klaff-Isselmann, Horst Klee, Hugo Klein, Kai Klose, Eva Kühne-Hörmann, Gerald Kummer, Dirk Landau, Judith Lannert, Jürgen Lenders, Angelika Löber, Frank Lorz, Heinz Lotz, Daniel May, Gerhard Merz, Markus Meissner, Klaus-Peter Möller, Karin Müller, Regine Müller, Petra Müller-Klepper fehlt. Willi van Ooyen, Handan Özgüven, Mürvit Öztürk, ja. Manfred Penz, Lucia Puttrich, fehlt. Lothar Quanz, Claudia Ravensburg, Clemens Reif, Florian Rentsch, Michael Reul, Boris Rhein, René Rock, Ernst Ewald Roth, Günther Rudolph, Dr. Thomas Schäfer, Thorsten Schäfer-Gümbel, Hermann Schaus, Norbert Schmidt, Mariana Schott. Ich darf Sie bitten, doch die Gespräche am Rande des Plenums zu führen. Es gab eben eine Klage der SPD darüber. Armin Schwarz, Uwe Serke, Michael Siebel, Dr. Daniela Sommer, Peter Stephan, Ismail Tippi,
Tobias Utter, Joachim Feilmann, Matthias Wagner, Astrid Wallmann, Thorsten Warnecke, Sabine Waschke, Marius Weiß, Kurt Wiegel, Bettina Wiesmann, Dr. Ulrich Wilken, Axel Wintermeyer, Janine Wissler, Karin Wolf, Andrea Ypsilanti, nein, Turgut Yüksel, vielen Dank, Herr Bellino. Frau Präsidentin, ich möchte zu Protokoll geben, die Kollegin Puttrich ist entschuldigt. Vielen Dank, das werden wir so registrieren. Ist noch jemand im Saal, der aufgerufen wurde und hat seine Stimme noch nicht dazu abgegeben? Das ist nicht der Fall. Dann beginnen wir jetzt die Auszählung. Vielen Dank. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben ausgezählt. Es haben 4 Abgeordnete gefehlt, entschuldigt. Für den Antrag haben 7 Abgeordnete mit Ja gestimmt und mit Nein 99 Abgeordnete. Somit ist dieser Entschließungsantrag der Linken abgelehnt. Dann lasse ich über den Tagesordnungspunkt 46 bitte ein wenig mehr Ruhe. Auch bitte an der Seite ein wenig mehr Ruhe. So, das geht doch. Dann lasse ich noch über den Tagesordnungspunkt 46, dringlicher Entschließungsantrag der Fraktion der CDU und Bündnis 90 Die Grünen betreffend Freihandelsabkommen CETA, sorgsam prüfen und bewerten, Drucksache 19/3783 abstimmen. Wer ihm zustimmen möchte, bitte ich um das Handzeichen. Das sind die Fraktionen von CDU und Bündnis 90 Die Grünen. Wer stimmt dagegen? Das sind die restlichen Abgeordneten. Oh, Entschuldigung. Ich wiederhole es noch einmal. Dafür haben gestimmt Bündnis 90 Die Grünen und die CDU. Wer stimmt dagegen? Das ist die Fraktion der SPD, die Fraktion DIE LINKE und der Abgeordnete Mürvet Öztürk. Wer enthält sich? Die Fraktion der FDP.